Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, lange ist es her, aber heute geht es endlich wieder los mit den Videos auf meinem Kanal. Und ich würde auch sagen, wir schnacken gar nicht lange und legen direkt los. Ich habe heute einen Haul für euch. Und zwar habe ich bei Stampin' Up! Bestellt, ich habe mal bei Susträne Gräne etwas gekauft, bei Kreativbund hatte ich bestellt. Von Kreativdepot ist noch etwas unterwegs, aber das sind auch nur ein Stempelset, eine Stanze. Ne? Und bei Action hatte ich noch was gekauft. Ich zeige euch alles nach und nach und ich würde sagen, wir starten direkt mit den Artikeln von Stampin' Up. Ihr wisst ja, ich bin Demo. Ihr könnt also auch gerne, wenn ihr etwas seht oder haben wollt, über mich bestellen. Schickt mir dafür einfach eine E-Mail. Ich habe mir dieses richtig tolle Designerpapier gekauft. Besonderes Designerpapier, goldener Herbst. Also perfekt für die kommende Jahreszeit. Oder auch schon die aktuelle. Bei uns ist der Sommer vorbei. Der Herbst steht in den Startlöchern. Und dieses Designerpapier ist deswegen besonders, weil es so Gold- bzw. auch Kupferakzente hat. Ihr bekommt immer zwei Blatt pro Design. Na, ihr seht es, die Kürbisse. Auf der Rückseite habt ihr auch ein ganz tolles Motiv, wie ich finde, das man richtig gut bei einer Karte für den Hintergrund nehmen kann. Ja, also einmal das. Dann bekommt ihr dieses hier. Hat auch so tolle Akzente. Der Rückseite dieses Muster, das gefällt mir überhaupt nicht, aber ist ja öfter so. Kann ja auch die Vorderseite verbasteln. Nicht wundern, ich habe damit schon gebastelt. Also manche Blätter sind auch schon mal angeschnitten. Hier ist es jetzt nicht so extrem. Und dann haben wir hier das. Das sieht auch richtig toll aus. Das ist die Rückseite gestreift. Dann gibt es dieses hier. Sieht auch sehr schön aus, wie ich finde. Also ihr habt immer eine Seite mit diesen Akzenten und eine Seite ganz normal. Das ist auch wunderschön. Das ist die Rückseite dazu. Aber die Seite gefällt mir einfach viel besser. Ja, ihr seht es. 12x12 Papier. Dann gibt es noch dieses hier mit dieser Rückseite. Da sind die Streifen goldfoliert. Ja, und hier ist dann noch ein Rest, den ich schon mal angeschnitten hatte. Und das hatte ich euch ja gezeigt. Und es gibt zu dieser Serie auch noch einmal ein Band im Kombipack. Das zeige ich euch. Und zwar gibt es hier einmal dieses Band. Ich glaube, es ist Minz Makrone. Ich weiß es jetzt gar nicht, steht auch nichts drauf. Und einmal noch ein Leinenfaden in ja, so einem Orange, würde ich jetzt sagen. Ne? Das gibt es noch passend zu der Serie. Und was auch noch so in den Herbst hineingehört, ist das Produktpaket Wunderbare Blätter. Da bekommt ihr einmal ein Stempelset mit diesen tollen Sprüchen. Mit diesen tollen Blättern. Und das ist kein Druckfehler oder so. Die sollen so abstempeln. Und ihr bekommt Stanzen. Und das Besondere an den Stanzen ist, dass ihr zum einen euch ein Blatt ausstanzen könnt. Und zum anderen könnt ihr dann noch hier diese Struktur hineinprägen. Ich zeige euch das mal. Das hier ist das Blatt, wenn man es ausstanzt. Und so sieht es aus, wenn man das dann im Anschluss noch hineinprägt. Nur das könnt ihr bei jedem Blatt machen, das da dabei ist. Die Karte ist so ähnlich im Katalog. Da gibt es auch noch ein Video dann dazu. Und das Bestickte, das ihr hier auf der Stanze seht, das erscheint nicht auf dem Blatt, sondern ich habe hier noch eine Karte gebastelt.
auf dem Papier, aus dem ihr das Blatt ausstanzt. Ne? Das hier ist das Blatt, das man da rausstanzt. Und hier ist dann der Stitched-Rand drauf. Die Karte habe ich auch gemacht, die habe ich gesehen im Internet. Ich kann euch aber nicht mehr sagen, von wem das war. Auf jeden Fall habe ich die gesehen, fand das richtig cool. Und zwar ist hier im Hintergrund schwarzer Farbkarton, den ich mit dieser weißen Glanzfarbe hier in Frostweiß eingefärbt habe. Einfach mit dem Pinsel so drüber und die Karte sieht richtig cool aus und ist jetzt mal eine Trauerkarte. Das ist auch die erste, die ich bisher gebastelt habe. Aber ich dachte, für einen Shop braucht man sowas vielleicht auch mal. Und ja, gut. Das war alles zu dieser Herbstreihe. Dann geht es weiter mit Winter bzw. Weihnachten. So, ich habe mal eben schnell alles weggeräumt. Jetzt zeige ich euch das Designerpapier Weihnachtsblüten. Wie gesagt, ich habe ja schon ein bisschen damit gebastelt. Und auch hier bekommt ihr richtig tolle Designerpapiere in 12x12. Und ich gehe das auch nur ganz kurz mit euch so ein bisschen durch. Ich fand das richtig schön. Die Seite jetzt nicht so. Aber die hier, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und hier ist ja auch hinten drauf so ein Holzmotiv, Holzoptik. Also richtig toll. Und auch hier wieder zwei Blatt pro Design. Und mit diesem habe ich mir, beziehungsweise habe ich für meinen Shop einen Adventskalender aus so Milchkartons gebastelt. Die Zahlen sind von Kreativdepot, die habe ich aber auch schon, ich glaube, seit letztem Jahr oder vorletztes Jahr. Ich kann es euch gar nicht sagen. Auf jeden Fall so Milchtüten und dann kann man hier oben öffnen und hier natürlich was reinpacken. Ne? Da wurde sich auch eine Anleitung dazu gewünscht. Werde ich mit euch natürlich oder beziehungsweise werde ich für euch sehr gerne einmal abdrehen. Das habe ich damit gebastelt. Dann habe ich noch aus dem Herbst-Winter-Katalog mir noch etwas bestellt. Und zwar ein Produktpaket, das heißt Verziert mit Liebe. Da bekommt ihr dann ein Stempelset mit dieser tollen Handstanze. Und das ist nicht nur für Weihnachten. Das finde ich auch einfach mal so ganz toll. Ich habe eine Explosionsbox damit verziert und habe dann obendrauf ein kleines Geschenk für dich gestempelt. Sah auch richtig toll aus. Ist auch schon weg. War in meinem Shop. Und ja, ich habe damit einmal, wie gesagt, eine Explosionsbox verziert. Mit der Handstanze könnt ihr euch das ja ausstanzen. Und zwar diese drei Schleifen und dieses kleine hier. Und ich habe damit eine Gutscheinkarte gebastelt, denn hier steht ja, erfüll dir einen Wunsch. Da kann man einen Geschenkgutschein oder beziehungsweise diese Gutscheinkarten, die es ja gibt, kann man hier reinpacken. Habe ich hier auch verziert, ne? Dann habe ich hier das orangene Band verwendet, aber das fällt jetzt gar nicht so auf, dass das nicht rot, sondern orange ist. Die Schleife habe ich auf Aquarellpapier gestempelt und dann von Hand koloriert. Wenn man das hier öffnet, kann man hier in der Mitte noch seinen Text hineinschreiben, die Gutscheinkarte reinpacken und fertig. Ne? Ideales Geschenk, also nicht nur für Weihnachten, sondern auch für Gutscheinkarten für den Geburtstag. Und ich habe damit noch eine Karte gebastelt. Und zwar ist das diese hier in Rosatönen. Im Hintergrund habe ich die Blümchen geprägt. Und ja, finde ich auch sehr schön. Das ist eine quadratische Karte. Auch mal was anderes. Und ne,
von mir für dich. Kann man dann zu einem Geschenk mit dazu machen. Ja, fand ich auch sehr schön. Dann habe ich mir noch das Stempelset Wichtelweihnacht bestellt. Da sind ja auch richtig tolle Sprüche dabei. Und eben diese Wichtel hier. Und daraus habe ich auch schon eine Karte gemacht. Die zeige ich euch. Und zwar ist das mal eine große, lange Karte. Und da habe ich mit dieser, ich glaube, Eclipse-Technik heißt das, gearbeitet. Ne? Ihr seht es, das Wort Frohe ist so ein bisschen erhaben. Und jo. Weihnachten, das ist ein Stempel von Kreativdepot. Und ich kann euch sagen, das war echt eine Arbeit, das auszustanzen, zu kolorieren, das hier dann auszuschneiden. Wahnsinnsarbeit. Aber ich finde, es hat sich gelohnt. Die Karte sieht einfach nur mega toll aus, wie ich finde. Und ja. Ist natürlich auch im Shop. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und solche aufwendigen Sachen mache ich normalerweise dann auch nicht fünfmal. Ne? Deswegen, wenn weg, dann weg. Genau, und dann habe ich noch einmal Designerpapier von Stampin' Up. Und das ist das Designerpapier-Adventsstädtchen. Da habe ich im Moment aber auch nur das Designerpapier. Und ja, sonst halt noch nichts. Ich werde mir aber das Produktpaket Coming Home bestellen. Denn ich werde noch einen Adventskalender machen. Und dafür brauche ich dann das Produktpaket. Und das hat mir von Anfang an richtig gut gefallen. Ich habe gedacht, ich kaufe mir das jetzt, auch wenn Weihnachten noch ein bisschen hin ist. Aber für meinen Etsy-Shop muss ich ja schon vorher die ganzen Sachen basteln. Bringt ja nichts, wenn ich eine Woche vor Weihnachten damit anfange. Dann kauft das ja auch keiner mehr. Ihr bekommt hier auch wieder zwei Blatt pro Design und hier sind eben diese wunderschönen Häuser dabei. Und soweit ich das weiß, kann man auch mit den Stanzschablonen aus dem Produktpaket die Häuser ausstanzen. Auf der Rückseite, das ist Abendblau, das ist ein richtig schönes Blau. Ich hatte es nicht gedacht, aber ich habe mir jetzt auch endlich die In-Color bestellt. So, und das hier ist so richtig toll. Ja, mehr verrate ich aber noch nicht, wie der Adventskalender dann aussieht. Ich denke, ihr werdet sehen, wenn ich den bei Facebook poste, eventuell auch hier in der Community oder dann eben in meinem Etsy-Shop. Das sind die kleinen Häuser. Na, ihr bekommt ja auch wieder hier zwei Blatt pro Design. Dann hier ganz, ganz, ganz viele Menschen. In Winterkleidung mit Schal und Mütze und Geschenken. Das ist die Rückseite. Das kann man auch jederzeit verwenden. Das finde ich auch total schön für eine Weihnachtskarte. Das ist die Rückseite. Auch das gefällt mir richtig gut. Dann haben wir hier diese tollen Kränze. Und auf der Rückseite, das ist überhaupt das Beste an dem Ganzen, diese Sprüche, die braucht man sich hier nur ausschneiden und kann damit eine Karte verzieren, eine Verpackung in verschiedenen Sprachen. Also richtig, richtig toll. Gefällt mir richtig gut. Ja, die hat man ja auch schon. Genau, und das ist eben das Papier. Wie gesagt, Stempel und Stanzen werde ich mir dazu noch bestellen. Und dann werde ich einen Adventskalender noch basteln. Da dürft ihr auch schon ganz gespannt sein, wie der dann später aussieht. Und dann mache ich hier nochmal Platz und zeige euch gleich die restlichen Sachen. Ich würde sagen, wir starten mit Kreativbund, damit ich das Päckchen hier vom Schreibtisch räumen kann. Und zwar hatte ich mir mal jetzt endlich Distress Oxide gekauft. Ich hatte schon mal welche, habe sie dann wieder verkauft, weil ich dachte, okay, mit Stempelkissen geht das auch.
Das ist richtig. Ich habe aber einmal, das ist schon länger her, einen ganzen Bogen 12x12 Designerpapier. Der war weiß und hatte goldfolierte Akzente. Den habe ich einmal eingefärbt mit meinem Stempelkissen in Mangogelb. Ja, und mein Stempelkissen ist jetzt fast leer. So. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, das mache ich nicht mehr mit den Stempelkissen. Die nutze ich wirklich ausschließlich nur zum Stempeln. Und ja, okay, hin und wieder mal vielleicht zum Kolorieren, wenn ich Aquarelltechnik mache. Aber ansonsten hole ich mir Distress Obsidian. Da habe ich mir einmal dieses geholt, Scattered Straw. Das habe ich mir aber bei Amazon bestellt, weil es da günstiger war. Die anderen allerdings sind alle teurer. Und jetzt bei Kreativbund habe ich mir einmal bestellt Picked Raspberry, Squeezed Lemonade und Peacock Feathers. Ich habe damit nämlich einen richtig tollen Hintergrund gesehen und mal schauen. Ich muss mich da erst ein bisschen reinfuchsen. Aber ups, generell habe ich damit ja schon mal gearbeitet, ne? Ist eigentlich nicht schwer. Dazu habe ich mir noch solche Mini-Ink-Blending-Tools geholt. Hatte ich schon mal. Da ist mir allerdings passiert, dass mir hier oben dieser Klett abgegangen ist von dem Tool und dann konnte ich das nicht mehr verwenden. Ich habe aber auch Schwämme da, die runden Schwämme von Stampin' Up. Die kennt ihr sicherlich. Das ist jetzt nur noch ein halber Schwamm, weil die schneide ich mir in so Viertel und klemme die mir dann hier an so eine Klammer dran. Und da mache ich das dann so, dass ich einen habe für Blautöne, einen für Rottöne, einen für Rosatöne und einen für Gelbtöne. Vielleicht auch noch einen für Lila und Grün, aber ne? Und dann nutze ich die da eigentlich eher weniger. Ich habe sie jetzt aber mal mitbestellt, damit ich sie halt da habe. Genau. Dann, was ich noch bei Stampin' Up bestellt habe, das sind hier diese Leckereien-Schachteln in Sargform, denn die gibt es in der Ausverkaufsecke und das sind die reduzierten Kosten, glaube ich, nur irgendwas um die 3 Euro. Da habe ich mir zwei Packen mitgeholt, weil ich zum Thema Halloween basteln wollte und ja. Die sind zwar nicht mehr im aktuellen Sortiment, aber eben noch in der Ausverkaufsecke und somit noch erhältlich. Auch wenn ihr was aus der Ausverkaufsecke bestellen wollt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Und genau, dann gehen wir auch mal direkt weiter zu Halloween. Und zwar habe ich noch bestellt, ich glaube bei Faltkarten. Ich weiß es nicht. Doch, ich glaube, es war bei Faltkarten. Und zwar habe ich mir da für Halloween-Papier bestellt. Es gibt zwar auch welches von Stampin' Up, aber das gefällt mir nicht. Denn ich bastel ja eher so, also gerade an Halloween für die Kinder. Und da fand ich halt das Papier nicht so kindgerecht. Also nicht, ne? Eher für Erwachsene diesmal. Und deswegen habe ich mir bei Faltkarten die Reihe I Love Halloween von Echo Park bestellt. Das hier sind einmal nur Farbkartonblätter, ne, in Rot, Orange, Schwarz, Grün und Lila in so einem Gelb. Auch damit habe ich schon gebastelt. Zeige ich euch auch gleich. Und passend dazu gibt es ja das Designerpapier I Love Halloween. Ich bin bei diesen Papieren eher der Freund von 12x12. Die gibt es ja auch als kleine Blöcke in 6x6, aber ich mag dann lieber die großen, denn da ist auch immer noch ein Sticker-Sheet dabei. Ich habe schon einige Blätter angeschnitten, aber ich kann es euch ein bisschen grob zeigen. Also wir haben hier einmal so ein Sticker-Sheet, wie gesagt, ist schon benutzt, weil ich heute noch was fertiggestellt habe, das ich euch auch gleich zeige.
Dann haben wir hier solche Karten, ne, die man ausschneiden kann. Oder man verwendet eben die Rückseite. So ein kleiner Junge eingewickelt als Mumie mit einem Kürbis in der Hand als Sammelbecher oder Sammel-Eimer, sagen wir es mal besser so. Ja, und dann gucke ich jetzt mal, ob ich das hier irgendwie rausbekomme. Ja, hier habt ihr auch noch mal so ein paar Karten. Na, das ist halt eher kindgerecht. Bei uns gehen viele Kinder durch die Nachbarschaft und klingeln. Und wir sind auch immer unterwegs. Wie wir es dieses Jahr machen oder ob wir das dieses Jahr machen, weiß ich noch nicht. Aber ansonsten haben wir eine große Familie, sodass man das auch in der Familie verteilen könnte. Und so viel habe ich für Halloween noch nicht gebastelt. So, auf der Rückseite haben wir hier diese Spinnennetze. Die finde ich auch richtig toll. Die Fledermäuse. Streifen. Dann haben wir grün mit, also grün halt und gestrichelt Streifen. Und dann hier ein Bogen mit ganz vielen Worten. Halloween-Worten. Dann ein paar Gespenster. Auf der Rückseite ist es grün mit so Sternchen. Dann haben wir Kürbisse. Könnte man auch ausschneiden von Hand, wer sich die Arbeit machen will. Hier einmal schwarz-weiß kariert, einmal orange-weiß kariert und ein paar Hexen mit Katzen, Spinnen, Spinnenweben. Und die fand ich richtig cool. Die Spinnen hier mit diesen super coolen großen Augen. Da haben wir auf der Rückseite diese hier. Und wie gesagt, ich persönlich finde das halt ein bisschen für Kinder schöner als das Papier, das es eben jetzt dieses Jahr bei Stampin' Up gibt. Aber das ist Geschmackssache, ne? Finde ich auch richtig toll. Könnte man natürlich auch ein tolles Mini-Album machen, ne? Und ja, das ist einmal das. Ich packe das jetzt nochmal weg und zeige euch dann gleich, was ich daraus gemacht habe. Ich habe ein bisschen im Internet geschaut, was es so an Halloween-Verpackungsideen und so weiter gibt. Und habe etwas gesehen bei Alexandra Grabe, Pinsel Schere Co. Kennt ihr sicherlich. Ein Video, das ist schon etwas älter. Aber ich fand die Idee richtig cool und zwar zu diesem Buch. Zu dieser Buchverpackung. Ich habe mir übrigens auch noch bei Stampin' Up dieses tolle Glitzerband nochmal bestellt, weil das ist richtig mega toll. Ja, und diese Verpackung ist einfach nur wie so ein Buch gestaltet. Man öffnet die hier so und kann hier dann etwas hineinpacken. Also richtig toll, gefällt mir super gut. Gibt es auch in meinem Etsy-Shop. Dann habe ich noch etwas gebastelt und zwar eine Stiftverpackung aus dem Designerpapier, das ich euch gezeigt habe. Der Spruch ist aus dem Stempelset Fähnchenvielfalt. Passt halt sehr gut, weil es ist hier ein Bleistift drin, garantiert nicht sauer, ne? Und diese Bleistifte habe ich bei Amazon bestellt. Wenn ich sie finde, verlinke ich euch die unten in der Infobox. Denn das ist ein ganzer Packen voll mit ganz vielen verschiedenen Bleistiften zu dem Thema Halloween. Und da die nicht schlecht wären, kann ich die notfalls nächstes Jahr noch verbasteln. Und dann habe ich noch etwas gemacht, das fand ich, das ist mir einfach so in den Kopf geschossen. Ich fand das mega cool. Ich war eigentlich gerade dabei, eine Explosionsbox zu basteln und dann habe ich mich an die Särge hier erinnert und dachte, okay, jetzt probierst du was aus. Und tada, entstanden ist diese Explosionsbox. Den Hintergrund, da habe ich die Spinnenweben und die Fledermäuse embossed. Ich habe ein bisschen mit so Bastelwolle gearbeitet, damit das so aussieht wie, ne, Spinnenweben. Und dann kann man die öffnen.
Und ihr habt hier innen noch Spinnenweben und hier habe ich eben mit diesem Designerpapier von Echo Park gearbeitet. Und dann gibt es hier innen eben noch diese Mumie. Und die Mumie habe ich hier aus diesem Sarg Schachteln gebastelt. Es ist auch sehr aufwendig gewesen, die Mumie zu machen, weil das ist alles von Hand. Das Papier ist von Hand gerissen, koloriert, eingefärbt, hier draufgeklebt, ne? Der Spruch ist embossed und hier kann man dann eben noch etwas hineinpacken. Und auch diese Explosionsbox findet ihr in meinem Etsy-Shop. Ob ich da nochmal so eine mache, keine Ahnung. Es war auch sehr aufwendig und ich habe den ganzen Vormittag daran gesessen, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich finde die sehr, sehr schön. Den Spruch hier habe ich von Hand gestempelt mit Alphabet-Stempeln und ja. Na, wie gesagt, ihr könnt die, wenn ihr möchtet, in meinem Shop kaufen. Ihr könnt aber auch nur die Mumie in meinem Shop kaufen. Die gibt es extra, auch einzeln separat zu kaufen. Ihr könnt es auch selber basteln, ganz wie ihr wollt. Genau, das ist das. Und dann habe ich nur noch ein paar Sachen vom Action. Und einmal ein Block von Sostrene Grene. Das hier ist ein Designpapierblock, 120er Grammatur. Der ist nur 29 mal 29 cm und sind 20 Blatt drin. Und einseitig bedruckt, aber für als Kartenaufleger. Oder jo, um vielleicht auch etwas zu verpacken, kann man das auf jeden Fall benutzen. Ne? Hier, das ist foliert. Ich habe es einfach mal mitgenommen, weil die sind da nicht so teuer. Gut, man kann ja jetzt bei Sostrene Krene auch online bestellen, aber wenn ich vor Ort da bin, dann nehme ich mir das halt mal mit. Und wenn ich nur einmal im Jahr dahin komme, ist auch sehr schön, ne? Ja, den habe ich halt mitgenommen, weil, warum nicht? Man kann ja nie genug Papier haben. Genau, das war dieser Block. Und dann kommen wir noch einmal ganz, ganz kurz zu Action. Und zwar habe ich da einen Designblock mitgenommen. Das ist dieser hier. Den fand ich halt so toll, weil der einfach tolle Farben hat. Tolle Muster. Also einmal diese Holzoptik auf jeden Fall. Und halt dieses Blau, ne? Das fand ich so schön. Das sieht richtig, richtig toll aus. Ansonsten war ich, glaube ich, vor 1,5 Wochen beim Action. Da gab es so nichts Neues. Ich werde die Woche mal gehen, wenn es nicht gerade regnet, weil ich laufe ja dann dahin. Und jo. Mal gucken, ob es vielleicht was gibt, aber ich habe mir auch vorgenommen, da nur noch was zu kaufen, wenn ich es auch wirklich weiß, dass ich das dann verbastel. Ansonsten nehme ich dann nichts mehr mit, was ich nicht nutze. Ich habe ja auch diese großen Stanzen mir da gekauft. Also was heißt die großen? Diese hier, ne? Die hatte ich mir ja gekauft, aber ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich mit diesen hier nicht bastle. Die hier sind vielleicht noch ganz schön, die werde ich mal aufheben. Die werde ich auch weggeben. Und die mit dem Fuchs, die bleibt auf jeden Fall da. Die nutze ich nämlich. Aber ansonsten, ich habe noch die große. Die habe ich aber in so eine Hülle gepackt, weil diese Verpackungen reißen super schnell auseinander. Genau. Die werde ich auf jeden Fall abgeben, die Stanzen hier. Aber nur im Set. Ich habe nämlich nicht so viel Zeit, um alles einzeln zu verkaufen. Wenn dann nur im Set, wenn die jemand haben möchte, schreibt mich bitte an. Die 5 gibt es und könnt ihr dann abkaufen. Genau. Und dann habe ich noch mitgenommen
einmal diese Mini-Twin-Marker. Einfach nur, ich mag die ja nicht so gerne, aber ich brauchte welche, um die kleinen Wichtel hier zu kolorieren. Denn die sind so filigran teilweise, da kommt man mit dicken Markern nicht rein. Und deswegen habe ich mir die geholt. Da ist ja rot, grün, ne, alles so dabei, was man eben braucht, um so Wichtel auszumalen. Und deswegen habe ich die dann noch geholt und das Falzbrett. Man kann es natürlich nur mit den Inch-Angaben nutzen, denn die sind die für die Rillen, die Zentimeter-Angaben, das passt nicht, ne? Vielleicht an manchen Stellen, aber nicht an allen. Und deswegen, wenn ich dann mal was in Inch falze oder Boxen bastel, dann kann man damit schneller falzen. Was sich allerdings richtig schnell abnutzt, das ist hier vorne das Falzbein. Ne? Ihr seht es, hat sich schon richtig breit gedrückt hier vorne und ich habe noch nicht viel damit gearbeitet. Aber mein Gott, für die paar Euro, ne? Habe ich jetzt halt mitgenommen, weil man hat hier auch noch so einen tollen Eckenabrunder dabei und dafür reicht das allemal. Genau, und das war es eigentlich soweit. Ja, ich denke, das war es soweit. Als nächstes kommen dann mal ein paar Bastelvideos und wenn ihr eben irgendwas, was ich euch jetzt heute gezeigt habe, sehen wollt, wie ich das gebastelt habe, schreibt mich gerne an, dann drehe ich darüber ein Video ab. Nur für euch und ansonsten würde ich sagen, macht es gut, bleibt gesund. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.